Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jawohl, wir müssen scheinbar hier weiter. Und so wie es ausschaut, müssen wir da vorne die Gegner umhauen. Das heißt, ich werde gleich mal hier so auf der Nummer 8 versuchen, den Zauber zu legen. Ja, gespeichert ist. Schauen wir uns das mal an. Piraten. Tja, das war zu erwarten, dass wir hier nicht die Einzigen sind. Wir müssen sie aufhalten. Sonst sind sie vor uns beim Schatz. Ja, das am besten, du kriegst sie mit dem Feuerregen hinweg, den du in der Tasche hast. Okay. Oh. Ich dachte, es wäre zum Anvisieren. Was? Okay, also wir müssen sie zuerst angreifen und dann können wir das mit Feuerregen machen. Upsi! Piraten! Ich überspringe das. Sie auch. Kann man das am besten, du fegst sie mit dem Feuerregen hinweg, den du in der Tasche hast. Na gut, hallo die Burschen. So, der erste ist schon mal erledigt. Der zweite ist auch gleich erledigt. Und der dritte ist auch erledigt. Sehr gut. Jawohl. Diese Halunken sind nur die Nachhut. Ein Teil von ihnen ist bestimmt schon im Tempel. Ja. Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Und wie geht's jetzt weiter? Ich schaue mich mal um. Wer führt die Deppen an? Wer führt diese Jungs an? Was meinst du? Wir werden schon bald herausfinden, unter welcher Flagge sie segeln. Der Kapitän ist mit Sicherheit schon im alten Tempel. Wir müssen unbedingt hinein. Dummerweise ist der Eingang des Tempels versperrt und die Zugbrücke ist eingefahren. Das sehe ich. Ja, aber ein paar Meter weiter unten am Fluss scheint ein Seiteneingang zu sein. Er ist etwas schwer zu erreichen, aber es ist bestimmt nicht unmöglich. Versuch du, einen Weg in den alten Tempel zu finden, das Tor zu öffnen und die Zugbrücke auszufahren. Ich bleibe hier, falls noch mehr von den Mistkerlen hier auftauchen. Okay. Wir looten auf jeden Fall mal. Rohes Fleisch. Fleisch. Rohes Fleisch. Fleisch. Krug. Brot. Rohes Fleisch. Toter Pirat. Goldener Ohrring. Holla die Waldfee. Wo lag schnell der dritte Pirat? Hier irgendwo, oder? Toter Pirat, jawohl, rum. Goldknochen enthalten, genau, erhalten. Eine Maki-Beere. Ich will nur hier kurz nochmal glubschen. Bevor wir kochen. Ja, immer eine Blume, eine Schädelblume und ein Goldklee. Das ist sehr gut. Kochen werden wir jetzt dann auf jeden Fall. Also braten in dem Fall. Den Fisch, wenn es geht, und die Fleischstückchen. Ja. Für mehr Proviant. Jetzt schauen wir uns hier noch ganz kurz fertig um. Ich glaube, da ist soweit nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ans Lagerfeuer. Um Gegenstände herzustellen, wähle auf der linken Seite ein Rezept, also hier, oder Bauplan aus. Sobald du alle Zutaten hast, kannst du sie zusammenfügen. Okay, also roher Fisch, ich würde sagen alles. Rohe Hühnerpollen, Pollen, also Keulen, denke ich. Ne? Ja, und rohes Fleisch, ja. Okay. Also Stapelbraten wäre auch gegangen. Okay, passt. Wir haben jetzt 39 Proviant. Das ist in Ordnung, glaube ich. So. Dann werden wir das gleich einmal speichern, weil das gar so gut lief. So. Und ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen um, oder? Ich glaube, dahin ist wieder ein Alligator. Den sollte ich vielleicht nicht unbedingt alleine machen. Eine Schädelblüte. Da
drüben ist der Geist wieder. Ich glaube, wir machen mal kurz die Geschichte weiter. Oruk und Patty? Später vielleicht. Ja. Würde ich sagen, machen wir dabei die Geschichte weiter. Vielleicht schließt sie sich uns ja gleich wieder an und wir können dann versuchen, den Alligator da unten umzuhauen. Weil alleine ist das, glaube ich, schon ein bisschen schlimm, schrägstrich schwierig. Da war er wieder. Ja. Der Geisterkapitän. Ja. Aber wie kann das sein? Was bedeutet das? Vielleicht finde ich die Antwort in diesem alten Tempel. Feuerblume. So. Ah, da haben wir Ratten. Riesenratten. Kommt's nachher. Und tote Piraten. Ja. Zack. Ja, das lief gar nicht mal so schlecht. Der zuckt sogar noch. So, der ist da verstorben. Einen Wurfdolch hat er da. Noch ein Wurfdolch. Ein toter Pirat. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Aha, der ist gar nicht von den Ratten getötet worden. Ja, okay, dann sind die Ratten hier in dem Fall quasi Aasfresser, ne? So, ich bin drin. Hier entlang muss es einen Weg zum vorderen Haupteingang des Tempels geben. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern das wieder. Zack, zack. Und ja. La 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 papa. Ein Geisterpilz. Eine Riesenratte. Zack. Danke für den Loot. Ich schaue mich nur noch kurz um, dass ich nichts vergesse oder übersehe. La 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 la. Noch ein Wurfdolch. Ich habe irgendwie das Gefühl, uns erwartet hier eine Falle. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Aha, ein automatischer Speicher. Eine Maske, okay. Goldstücke im Feuer. Das tut ja überhaupt nicht brennen. Da vielleicht wollte jemand einen Goldbahn draus machen. So. Dann würde ich sagen, noch einmal speichern. So. Und Schalter aktiviert. Ah. Hallo, Schwesterherz. Da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Hey. Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Jawohl, sie ist wieder mit uns dabei. Das heißt, wir können jetzt den Alligator da hinten angehen. Jo. Ich glaube, das können wir schon machen. So. Beziehungsweise habe ich mich hier eh noch nicht so recht umgeschaut. Da habe ich zum Beispiel einen Goldklee noch nicht gelootet. Speichern, stimmt. Das könnte man eigentlich auch, ja. Gute Idee. Sehr gute Idee. Da haben wir ein Alligatorlein. Au. Au. Betty, würdest du auch mal? Au. Ich glaube, ich warte einfach zu lange. Alter. Alter. Na bitte, geht ja. Also Patty, also wirklich, du könntest das schon ein bisschen schneller, ne? Ich sollte vielleicht was essen. So. Nicht, dass noch ein Alligator hier irgendwo ist und mich zerfleischen tut. Ah, was haben wir hier? Einen Bergkristall. Okay. Ein Bergkristall. Lalila. Ein schöner Bergkristall. Lalilala. Wow! Alter! Eine Wasserechse.
Ja, das kannst du aber laut sagen. Jetzt habe ich mich echt erschrocken. Drecksviech, Drecker, das. Ich habe mich auf den Bergkristall hier konzentriert, nämlich. Und dachte mir, den darf ich nicht vergessen und dann kommt sowas daher. Ach Gott. Ey, wie gemein. So, aber eine Schlangenwurz und einen Bergkristall haben wir gefunden. Nochmal kurz lupen, dass wir wohl nichts vergessen. Schaut sauber aus. Gut. Dann glaube ich, dass wir uns in den Tempel wagen dürfen vielleicht. Eventuell. Weil schwammerlmäßig wächst hier nichts, ne? Schaut zumindest nicht so aus, dass hier was wachsen wird. No. Dann könnten wir hier wieder hoch. Hoppala. Und rein zum Tempel. Tap, 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 tap. Wobei hier links und rechts könnte vielleicht noch was sein, ha? Huh? Vielleicht, eventuell. Ah, schau. Roher Fisch. Wie kommt hier bitte ein roher Fisch hin? Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Dann schauen wir, ob da drüben auch rohe Fische sind. Nicht wirklich. Ah, aber hier haben wir dafür ein kurzer, ein Schnaps, Silberbecher und ein Schwammerl. Okay. Nicht schlecht. Sehr fein. Dann würde ich sagen, wir können in den Tempel rein. So, das hier war das mit der Maske. Das heißt, wir müssen hier geradeaus. Das Ganze wird aus meiner Sicht wieder speicherungswürdig sein. So. Alte Tempelhalle gefunden. Das sind Ureinwohner, Geborene, tote Krieger, lebende Krieger, Lebotot und tote Tote. Zack, zack. Au. Zack. Jawohl. So, da hat er sich mal hingesetzt, da ist er müde. Wie er da so gechillt sitzt, oder? Voll cool. Das schaut echt nicht schlecht aus. So, altes Schwert. Auch hier den toten Krieger. Hier haben wir Scharfauge. Scheint ein Moos oder so zu sein. Einen Krug. Aha, Gold, warte. Drei Goldmünzen. Dann schauen wir hier noch ins Winkel. Ah, hier haben wir Goldsackerl und ein bisschen Gold. Das ist immer gut. Was haben wir hier? Da leuchtet, glaube ich, auch was. Ein Pilzel. Ah, der schaut super aus, wie der hier so sitzt, ne? So richtig gechillt. Ah. Also, ich chill jetzt mal. Ich habe heute keinen Bock mehr, ne? Ah. Bevor ich zu meiner alten Heim gehe, gönne ich mir noch eine Runde vorm Fernseher. Genau. Yeah. Ein Captain Degenkolb. Ist das jetzt der Geist? Da liegt Kapitän Degenkolb. Ein alter Kontrahent von Admiral Alvarez. Ah. Sieht ganz so aus, als hätte unser Admiral einen Feind weniger. Er kam mit seinen Leuten hierher und suchte dasselbe wie wir. Den großen Schatz der Krabbenküste. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Was machen wir jetzt? Na, das erste Admiral und so. Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Nein. Du hast es ihm also nicht erzählt, dass wir... Ach, komm schon. Er muss auch nicht alles wissen. Ich hatte nicht vor, den Schatz mit Alvarez zu teilen. Auch wenn er sich selbst für so etwas wie den Anführer der Piraten hält. Immerhin riskieren wir hier unser Leben. Patty ist beinhart. Bekommst du etwa kalte Füße, süße Maus? Bekommst du jetzt etwa kalte Füße? Dieser Tempel macht mir Angst. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Wir hätten schon längst etwas finden müssen. Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas. Wir waren ja noch nicht überall.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch will. Also sei vorsichtig. Ei, Captain. Da fällt mir gerade ein, da wir den Titel Captain bekommen haben. Lass mal kurz schauen. Fähigkeiten, Kampf, Attribute und so weiter, ne? Wir haben 5550 Ruhm. Geld haben wir ein bisschen neutral. Aha. Fähigkeiten, Sammlung. Da ist nichts, ne, mit Titel oder so. Alle, Crew, Patty. Patty. Junge Piratenbraut und deine Schwester. Sie ist genau wie du ein Kind des legendären Piratenkapitäns Stahlbart. Auch wenn sie oft sehr spröde zu dir ist, wirst du dich immer auf sie verlassen können. Das stimmt. Das heißt, wir kriegen auch einen Haufen Mitglieder. Vielleicht ist ja unser Held vom ersten und zweiten Teil auch mit von der Partie. Das wäre mega cool. Jo. Laufend. Ja, ich glaube nicht, dass man hier irgendwas mit Titel scheinbar wählen darf oder kann. Captain ist Captain, fertig, aus, glaube ich. Gut, egal. Hier lang oder da lang? Hier geht's nach draußen. Da wäre ich gewillt, eigentlich hier lang zu gehen. Halt, da liegt noch was. Eine Schatulle und noch ein Geisterpilz. Da drüben haben wir noch einen Schwammerl. Dann würde ich sagen, hier lang. Da gehst du alleine hin. Was? Warum? Patty wartet. Das ist unheimlich. Da werden wir kurz mal speichern und uns das mal anschauen. Wow, Alter. Alter, schreck das nach, ey. Puh. Okay. Ich hab mich jetzt gerade voll erschrocken, ey. Puh. Speichern. Okay. So. Den haben wir erledigt. Alter, jetzt ist mir gerade das Herz in der Hose gerutscht. Also wirklich. Ich bin zu schreckhaft, ey. So, es ist kein Horrorspiel, Zocki. Ganz ruhig, es ist kein Horrorspiel, ganz ruhig. Du musst nicht die Nerven wegschmeißen, alles fein. Yo! Wow, Spinne. Ah, so sieht denn so ein ekelhaftes Spinnennest aus, okay. Alter, würdest du jetzt mal was treffen? Dieses komische Ei-Dings da ist im Weg. Das da. Damit konnte ich es nicht treffen. Eine Geisterblume haben wir bekommen. Alter. Okay, die Spinne hat nichts für uns. Ein Sarkophag haben wir da. Ich glaube, bevor wir den Sarkophag aufmachen, werden wir speichern, weil wir wissen ja, Sarkophage könnten verflucht sein. Und ich habe keinen Bock auf den Fluch. Puh, also, Alter. Unglaublich, mein Herz. Wir speichern. So, ja. Und machen wir das mal auf. Trank des Rituals. Okay, es hüpft mal kein Untot heraus. Das ist schon mal wichtig. Also Trank des Rituals. Goldwert 25, Verbrauchsgegenstand Alchemie 33, Wirkungsdauer 30. Dieser Trank verstärkt die Wirkung von anderen Tränken. Okay. Und 745 Goldmünzen. Dann nehmen wir alles mit. Schön. Sehr, sehr schön. Es lief ja gar nicht mal so schlecht. Mitgenommen haben wir, glaube ich, alles. Das heißt, wir gehen zu Schwesterherz zurück. Boah, Alter, habe ich mich vorerschrocken. Ich dachte echt, wir stürzen irgendwie ab. Ich wollte schon Leertaste spammen. Weil ich dachte, wir brechen da jetzt durch, ne? Ach, Gottchen. So, das ist nichts für eine alte Frau. Oh, okay. Also jetzt doch noch Leertaste drücken. Puh. A
Aber hier, da unten liegt was, glaube ich. Warte mal. Nochmal speichern. Da unten ist aber was. Wurfdolch. Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Noch ein Wurfdolch. Gold. Pfeile. Wurfdolch. Noch mehr Gold. Und noch mehr Gold. Und noch mehr Gold. Baumwürger. Ich sollte mir echt mal die Pflanzen durchlesen, ne? Für was die alles sind. Einen Hebel. Okay. Dann laufen wir mal. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Bin wieder da. Ja, das freut mich, Schwester. Du schau mal, was wir Tolles gefunden haben. Echt nicht schlecht, oder? Wir tun jetzt mal speichern und wir sollten vielleicht mal uns die... Oder behalten wir uns das auf, wenn wir Alchemie können, die Pflanzenkunde. Ich glaube, ist besser, ne? Ich glaube, wir haben da schon ein paar Sachen gefunden, mit denen wir tolle Tränke machen können. Oder fällt das wieder unter Voodoo und nicht unter Alchemie? Könnte auch sein. So, nach meinem ersten Herzinfarkt hier geht's weiter mit dem Spiel. Oh. Was ist denn das jetzt bitte? Ein Höllenhund? Au. 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 Alter. Alter, würdest du jetzt bitte? Ist jetzt Patty tot? Autsch. Na, sie lebt noch. Kopf. Ja. Tut leid, Schwesterherz. Das für Sau, was sind das nur für widerliche Kreaturen? Und was ist das für eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich sehe so etwas heute auch zum ersten Mal. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm schon, Schwesterherz. Wir sind Kinder vom alten Kapitän Stahlbart. Dem größten Piratenkapitän der Südsee, den es je gegeben hat. Noch zu Lebzeiten hätte Stahlbart bei einem solchen Abenteuer niemals aufgegeben. Irgendetwas geschieht hier. Etwas Bedeutendes. Wir müssen der Sache nachgehen. Sei aber vorsichtig. Da drin sind bestimmt noch mehr. Das könnte durchaus sein. Alter Schwede, ne? Das ist eine Totenkopfhöhle, oder? Wenn man weiter weg geht, schaut es mir so aus. Normal sind in Totenkopfhöhlen immer Schätze verborgen und nicht untot. Naja, okay. Gemischt, oder? Höllenhunde. Mhm. Ich glaube, wir werden ein bisschen Proviant zu uns nehmen. Schauen wir uns mal das Elend hier an. Gut, es wird gespeichert. Jägerwurzel. Okay, da ist Lava. Hm, der Boden ist Lava. Das sind wir jetzt aber ein kleines bisschen an Risen 1. Als mit da zu diesen Echsenmenschen und so weiter, ne? Durch den alten Tempel, okay. Das schaut aber jetzt schon bald irgendwie aus wie ein Tor zur Unterwelt, oder? Servus. Ich glaube, der lutscht unsere Seele.
Siehst du, jetzt hast du doch noch dein eigenes Kommando. Nein, rede nicht so einen Unsinn. Ich hol dich hier raus. Es ist zu spät. Nein. Nein. Okay, wir sind verreckt. Ja, das war's mit den Helden. Leb wohl. Tja, so schnell kann's gehen. So schnell verreckt man hier. Drei Wochen später. Mhm. Okay. Moment. Den Typen kennen wir doch, oder? Ah, das ist sicher jetzt nur Zufall. Uwambu Katoga Recho Nai! Was? Was um alles in der Welt? Langsam, Junge. Du bist noch nicht so weit. Lass dir Zeit. Aber was? Nur Geduld. Bald wirst du alles verstehen. Bones, natürlich, aus dem zweiten Teil. Dem Typen, dem wir geholfen haben, seine gespaltene Seele wieder zusammenzufügen. Ne? Ein Teil war in der lebenden Welt und ein Teil war im Totenreich. Ne? Dann ist es tatsächlich... Boah, ist das dann der Titan des Todes gewesen? Gerade eben? Vielleicht? Gibt's sowas? Ich dachte immer, es wäre ein Elementarbedingte. Vielleicht gehört der Tod auch zu was Elementaren. Bist du narrisch, Bones? Der ist ein bisschen verjüngt, oder? War der im zweiten Teil nicht ein bisschen älter? Vom Ausschauen her? Ist ja wurscht. Was ist passiert? Wie komme ich hierher? Was hast du, Schwein, mir angetan? Boah, das ist aber nicht nett. Was ist denn passiert? Was ist passiert? Eins nach dem anderen. Es dauert eine Weile, bis du nach deinem Tod wieder einigermaßen zu Verstand kommst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Bam, mein Geist war auch schon einmal im Reich der Schatten gefangen. Dschung. Neuer Rang, Verlorener. Mal was ganz was anderes. Also, entweder, hoppala, das war mein Stift, Entschuldigung. Entweder sind wir Menschen besonders robust und wir brauchen echt lange, bis sich die Maden durch unser totes Fleisch fressen. Oder durch diesen Voodoo-Zauber haben wir automatisch auch eine Selbstheilung unseres Körpers bekommen. Weil wenn man drei Wochen unter der Erde liegt, in dem Fall unterm Sand, glaube ich nicht, dass wir so frisch noch sind, ne? Es könnte aber auch sein, dass der Salzgehalt, das Salzgehalt im Sand vielleicht irgendwie konservierend ist für die menschliche Haut. Keine Ahnung. Also, du hast doch keine Ahnung. Mit meinem Geist ist alles in Ordnung. Was heißt denn hier auch? Was heißt denn hier auch? Was heißt denn hier auch? Na schön, dann erzähl mir doch mal, was du in deiner Grube da gemacht hast. Ein kleines Nickerchen gehalten, was? Ich? Und wo sind deine Gefährten? Du bist doch nicht allein hierher gekommen, oder? Patty. Ja, genau. Sie haben dich hier begraben und sind schon längst nicht mehr hier. Juhu. Ab jetzt pass ich auf dich auf, bevor Juhu. Du noch den Rest von dir verlierst. Was haben die Schatten mit mir gemacht? Was haben die Schatten mit mir gemacht? Sie haben dich getötet und deinen Geist in die Tiefen des Schattenreichs mitgenommen. Der schäbige Rest, der hier vor mir steht, ist fast nur noch eine leere Hülle. Nur eine Frage der Zeit, bis du nur noch ein seelenloser Scherge der Unterwelt bist. Ja, das sind ja wunderbare Aussichten. Warum gerade ich? Was sagst du da? Warum gerade ich? Warum gerade ich?
Keine Ahnung, aber irgendjemand im Schattenreich hat es auf dich abgesehen. Ich schätze, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich werde zu einem Schergen der Unterwelt? Ja, mein Freund, du wirst zu einem Dämon, zu einem Lakaien des Schattenreichs. Hurra! Es ist ein lang anhaltender und qualvoller Zustand, der mit deiner Verdammnis endet. Mei, das sind ja echt rosige Aussichten. Geht das auch ein bisschen netter? Hauptsache, meine Crew ist in Sicherheit. Dann könnte ich alles ertragen. Du Spinner willst mich wohl verarschen. Na, das Mittlere. Ich bin so ein Typ, also... Ja, das Wohl der anderen liegt mir mehr am Herzen als mein eigenes. Wobei ich schon sagen muss, dass ich da schon mich gebessert habe. Ich achte sowohl schon auch auf meine Gesundheit, auf mein Wohlbefinden. Aber mir ist das genauso wichtig, dass es nicht nur mir gut geht, sondern auch den Leuten in meinem Umfeld. Aber ich glaube, das werden wir im nächsten Part machen. Ihr Lieben, das war's für heute. Wir sind gestorben, wir sind wieder auferstanden. Wir haben scheinbar einen neuen Freund gefunden. Einen alten Bekannten natürlich, der aus meiner Sicht echt cool designt ist. Mir gefällt sein Outfit. Der wirkt so richtig cool. Finde ich persönlich. Ich hoffe, mal schauen, was ihr dazu sagt. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja auch schon. Für mich ist es nach wie vor noch blind. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!